Die Geheimnisse der spirituellen Evolution und gute Taten. Das große Geheimnis. Das sind die Anfänge der spirituellen Evolution. In Sanskrit bedeutet Baba Sadhu spiritueller Führer oder spiritueller Meister und Nachikta bedeutet Schüler. Dies ist eine Unterweisung eines spirituellen Meisters, Baba Sadhus, an den Schüler oder Nachikta. Im Herzen eines jeden Menschen gibt es einen Strom, der von spirituell Suchenden als Soveda bezeichnet wird und sich am Ende der inneren Muskeln unseres Herzens befindet. Dieser Strom ist mit 5 anderen Kanälen im Körper verbunden. Der Kanal, der den oberen Teil unseres Körpers mit unserem Herzen verbindet, heißt Pran oder Prana. Und der Kanal, der das Herz mit dem unteren Teil des Körpers verbindet, ist als Opan oder Apana bekannt. Die anderen 3 Kanäle werden als Saman, Udan und Bayan oder Samana, Udana und Viana bezeichnet. Es ist wichtig zu verstehen, dass 101 verschiedene Ströme in unserem Körper alle mit unserem Herzen verbunden sind. Einer dieser Ströme, der als Sukumna bekannt ist, verbindet unsere Wirbelsäule mit unserem Herzen. Durch das Öffnen dieses Stroms kann man den Zustand von Samadhi erreichen, was bedeutet, eins zu werden oder sich in Atma aufzulösen. Atma ist die kreative Energie, die für unsere Schöpfung verantwortlich ist, die auch als unser Herr bekannt ist. Man kann diese Energie nicht entdecken, indem man außerhalb von sich selbst schaut, sondern nur, indem man in sein Inneres schaut. Man sollte wissen, dass man durch gute Taten die Stufe der Weisheit erreicht und den eigenen Schöpfer entdeckt. Diese Taten spielen eine wichtige Rolle bei der Öffnung des Sukumna des Schülers. Daher müssen alle Asanas oder Körperhaltungen, die das Sukumna des Schülers öffnen, unter Anleitung eines qualifizierten Lehrers oder Sadhu gelernt werden. Man sollte wissen, dass man, um das zu sehen, was mit unseren 5 physischen Sinnen nicht sichtbar ist, das dritte Auge öffnen und eine innere Reise zum Herzen unternehmen muss, damit man die Realität sehen kann. Denn wie der Dichter sagt, öffne die Augen deines Herzens, damit du deine Seele sehen kannst. So kannst du sehen, was nicht sichtbar ist. Damit du dich mit ganzem Herzen und ganzer Seele in die Einheit verliebst. Damit du Gewissheit über die Realität gewinnst. Damit du erkennst, dass es nur eine Realität gibt und sonst nichts. Und diese Realität ist Einheit, das nichts anderes ist als Hu Wahdahu La Ilaha Illa Hu.